Mach das Licht aus, lass nichts rein. Kneif die Augen zu und fahr die Krallen aus und schalt die Gefühle aus, lass die Instinkte sprechen. Mehr brauch ich nicht, um mich eiskalt zu rächen. Schlimmer als es ist, wär's danach sowieso nicht hier. Dein Tag ist schwarz, wie meine Nacht, und ich bin hinter dir. Wir waren fast fertig mit unserem Piece, da tauchte plötzlich dieser Kerl mit seinem Hund auf und schreit mich an. Ich wollte gar nicht zuschlagen, echt, war ein Reflex, so. Die anderen, die konnten noch abhauen, aber mich haben die Cops geschnappt. Ich habe jetzt mega Stress zu Hause und ein Strafverfahren wegen Körperverletzung am Hacken. Heute ist das Treffen mit dem Typen. Hab echt ein mulmiges Gefühl. Mach das Licht aus, lass nichts rein. Ich hab gesehen, wie diese Rowdies meine Hauswand beschmiert haben. Als ich sie zur Rede stellen wollte, sind sie abgehauen. Das war einer. Ich erinnere mich noch, dass ich einen von ihnen am Arm erwischt hab. Dann wurde alles schwarz. Ich zuck heute noch zusammen, wenn ich Jugendliche auf der Straße sehe. Im Vorgespräch hat man mir gesagt, dass der Junge sich bei mir entschuldigen möchte. Ja, ich bin gespannt. Wenn Straftaten geschehen, beschäftigt das nicht nur die Polizei und die Justiz, sondern vor allem die Menschen, um die es dabei geht. Niemand kann die Taten ungeschehen machen. Aber wir können den Menschen helfen, damit umzugehen. Im Täter-Opfer-Ausgleich geht es um Tataufarbeitung, Verantwortungsübernahme, Konfliktschlichtung und Wiedergutmachung. Ich hab mir den Jungen ganz anders vorgestellt. Wir haben in Ruhe über alles gesprochen. Seine Entschuldigung und eine Wiedergutmachung konnte ich annehmen. Das letzte Wort hat die Justiz, aber ich hoffe, er lernt was draus. Wir können etwas nicht ungeschehen machen, aber wir können helfen, es besser zu machen. Melden Sie sich bei uns. Erfahrene VermittlerInnen unterstützen beide Seiten dabei. Das Angebot ist freiwillig und kostenlos.